Lebensregeneration, bitte. Ach da. Ihr, ja ihr, Kommandantin Karinid braucht euch sofort. Was meint ihr? Die Maorma greifen den Katzenaugenkai von der See aus an. Kommandantin Karinid hält die Stellung an den Docks. Sie braucht Hilfe, um die Maorma aufzuhalten, bevor sie nach Mistral vorstoßen. Seri sucht noch weitere Helfer. Beeilt euch, Lahmtatze. Ich werde Kommandantin Karinid finden. So, ich will jetzt aber einmal ein anderes Reittier nehmen. So, will ich mir jetzt einmal hier meinen Hirsch holen. No, das ist geil. Lahmtatze beleidigen kann so. Ja. Ja. Wir sind halt noch nicht so schnell. Also eigentlich spricht sie ja sogar die Wahrheit. Sie spricht ja sogar die Wahrheit. Wir sind ja noch nicht so schnell. Damit werdet ihr nicht davonkommen. Ich hab grad Mist gebaut. Ah, nee, so halb. Ich bin beschäftigt. Sehr. Stimmt, das ist keine Beleidigung. Das ist das, ja. Ihr dort. Wenn es gegen Ende des Add-ons ist, ne? Wenn wir die Reitgeschwindigkeit erhöht haben, dann sehe ich es als Beleidigung. Aber jetzt stimmt es halt leider noch. Leider ist es noch die Wahrheit. Ciri sagte, ihr würdet einen Gegenangriff vorbereiten. Ha, einen Gegenangriff? Ich würde mich schon mit einer geordneten Verteidigung zufrieden geben. Unsere Truppen sind zu weit verstreut. Wenn wir die Tore nicht halten können, wird Mistral an die Maormeer fallen. Xbox Game Pass geht mal wieder nicht, weil die das Update versucht haben von der App. Ach, heiler wird. No. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den Game Pass habe ich gar nicht mehr. Was kann ich tun? Ich werde die Truppen des Dominions von hier aus lenken. Aber ich kann dieses Tor nicht abriegeln, solange es noch Überlebende auf dem Markt gibt. Ich muss eigentlich mein E-Mail-Post verpassen. Wir brauchen alle, um Mistral von dieser Seite der Mauer zu verteidigen. Das stimmt, meine Liebe. Es ist okay. Gut, dass Vizevogt Pelidil hier war, um sie in die Schranken zu weisen. Schlangen, Riesenschlangen aus dem Meer. Okay. Diese Maorma-Piraten kamen aus dem Wasser. Sie sind überall am Katzenaugenkai. Was ist hier geschehen? Die Seewipern. Eine muss mir was übergebraten haben. Als ich aufgewacht bin, hat eine Seewiper merkwürdige Runen in die Haut meines Leibwächters geritzt. Ich habe diesen grässlichen Piraten mit einem zerbrochenen Rundholz niedergeschlagen. Und dann sind wir gerannt. Sind eure Wunden schwer? Nein, wir können uns noch bewegen. Wir werden nach Mistral aufbrechen, falls es dort sicher ist. Bei den Acht. Es tut gut, Seesoldaten des Dominions zu sehen. Vielleicht kann Feldwebel Firion ihren Gegenangriff tatsächlich durchführen. Was für ein Gegenangriff? Die Seesoldatin beim Tor zum Katzenaugenkai plant, gegen die Seewipern zurückzuschlagen. Ich bin sicher, sie kann euch alle Einzelheiten darüber erzählen. Wir machen uns auf den Weg. Mögen die Götter euch Kraft schenken. Ja, ich hab's gestern erfolgreich geschafft, Heiligen Eck zu laufen. War mega. Sehr geil. Muss ich auch noch machen. Irgendwann. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Maorma-Piraten Mistral erreichen. Sie werden unsere Familien abschlachten. Was ist hier geschehen? Ich habe große Schlangen aus dem Wasser auftauchen sehen. Feiglinge von Seewipern haben sie nach jedem schnappen lassen, der in Reichweite war. Wurdet ihr verwundet? Nein. Als ich meine Kameraden fallen sah, bin ich gerannt. Was für ein Khajiit bin ich eigentlich? Ihr seid vom Dominion, ja? So halb. Firion hat vor, zurückzuschlagen. Verpasst diesen feigen Piraten eine ordentliche Abreibung. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Geht nach Mistral. Das werde ich auf keinen Fall tun. Falls irgendeine dieser Seewipern ihr Gesicht auf dieser Seite... Schau mal, es ist egal, was wir sagen. ...ziehe ich es ihr höchstpersönlich ab. Was macht ihr hier? Es spielt keine Rolle. Wenn ihr Lust habt, ein paar Seewipernschädel zu spalten, ist das mir wirklich egal. Also Überlebenden meinte, ihr würdet einen Gegenangriff planen. Fühlt ihr diesen kalten Wind vom Meer aus heranrauschen? Nein. Genauso war es vor dem Orkan.
Wir können es kaum erwarten, der Schlange den Kopf abzuschneiden. Wir sind der Gegenangriff des Dominions. Was kann ich tun? Ich habe meinen Trupp losgeschickt, um den Katzenaugen-Kai auszukundschaften. Falls sie nicht erfahren haben, was die Seewipern vorhaben, können wir weiter herumstochern, bis wir herausfinden, was abgeschlagen werden muss. Und keine Sorge, euer Zaubererfreund kann das Tor hinter uns versiegeln. Solltet ihr nicht das Tor halten? Ich werde über das Tor wachen, falls ihr denkt, ihr könntet einen Zaubermeister gebrauchen. Oder ihr könnt einen Seesoldaten des Dominions mitnehmen. Eure Entscheidung. Na, ich nehme dich mit. Dann lasst uns diese Fischelfen mal... Simon trollt jemanden, was abzuschneiden. Nee. Nee. Kein Komplott. Schön wäre es, aber nein. Kein Komplott. Was? Wieso? Hey, hä? Ich habe gesagt, es ist kein Komplott. Niestille und ich haben Onglorn gefunden. Sie haben ihn schwer verwundet. Froh, dass wir auch keine Angst zu haben. Froh, dass wir auch keine Angst zu haben. Hey. Streamer verwirren immer wieder schön. Ja. Geht bei mir ganz einfach. Noch. Nee, noch. Ja, noch braucht er sich keine Gedanken zu machen. Solange Fotos weiterhin so lecker kocht, braucht er sich keine Gedanken zu machen. Sobald er das nicht mehr tut. Na dem Gott. Was ist mit ihm passiert? Sie Vipern haben Runen in seine Brust gelegt. Ich glaube, ich krieg gleich einen drauf. Ich habe ihn gepackt. Niestel hat sie abgewehrt. Wo ist Niestel? Sie Vipern jagen. Falls ihr sie seht, richtet ihr dann aus, dass einfach es gegessen. Onglorn gut gehen wird. Nein. 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 Er wird einfach im Garten verschachert. Habt ihr erfahren, was die Seewipern für Mistral planen? Wer auch immer diese Notizen geschrieben hat, hatte irgendeine Ahnung. Dort würde ich anfangen. Jo. Hallöchen, meine kleinen Freunde. Pflege, hau ab. Nein, lass mich. Wie ich erkenne, Markus Knochen als Brühefleisch drin. Genau, kann man schön Werkzeug basteln. Wir machen einfach eine Knochenkette. Und dann sucht die Leiche. Die Leiche der Seesoldaten aus Wunden übersät. Schwertschnitte, Knochenbrüche, sogar Bisswunden. Die Leiche durchsuchen. Ihre Waffen sind zerbrochen. Schwere Kratzer überziehen ihre Rüstung. Eine scharfe Hand hält einen blutigen Verband. Die andere hält ein blutverschmiertes Stück Papier. Papier nehmen. Oh, Niestel. Ja, ein wenig. Ein wenig. Ob wir uns Gedanken machen müssen, Ryan? Wegen Masuna? Also ich meine ja nur noch. Gold. Ein Schmerz in der Schädel ist schlimm. Nee, Mappa, alles gut, alles gut. Ist das gut? Ja. Was ist euch zugestoßen? Ich war in den Höhlen. Arbeiten. Als ich ein seltsames Heulen hörte, dann sind wie aus dem Nichts Krieger aufgetaucht und haben gnadenlos zugeschlagen.
Wer hat euch angegriffen? Seewidern. Maormer-Piraten. Wir haben Schutzgeld für einen ganzen Monat bezahlt und sie diese seltsamen Totems in der Höhle aufstellen lassen. Sie waren vorher nie im Skoma-Handel. Ich meinte Mondzucker. Ich habe mir den Kopf gestoßen, wisst ihr? Ja, natürlich. Was haben sie gewollt? Uns umbringen, schätze ich. Nachdem sie genug von uns getötet hatten, ließen sie den Rest von uns in Ruhe. Sie wussten, dass wir uns nicht wehren würden. Sie haben nur auf diese Totems geachtet. Nun, bis sie den Höhleneingang zum Einsturz gebracht haben. Und warum haben sie ihn einstürzen lassen? Irgendein Hochelfenzauberer versuchte, in die Höhle zu kommen. Deshalb haben sie sie einstürzen lassen. Ich bin ins Freie gesprungen. Ich Glückspilz, der Zauberer, wollte mir etwas sagen, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat mir dieses Papier gegeben und ist weggegangen. Hier, vielleicht könnt ihr euch etwas daraus zusammenreimen. Okay, ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Was war das? Ich hatte ein Klingeln in den Ohren. Würde es euch stören, das Offensichtliche noch einmal zu wiederholen? Wartet. Haltet mich nicht für undankbar. Der Zaubermeister hat nach einem anderen Weg in die Höhlen gesucht. Ich habe Gerüchte über eine Geheimtür an den Klippen gehört, aber ich habe sie nie selbst gesehen. Hab Dank. Okay. Dann also hier rein. Diese Totems scheinen eine Kombination aus Wind und Geist zu nutzen. Ob ich wohl? Entschuldigt mich, dürfte ich wohl? Wir sind hier, um die Seewipern aufzuhalten. In der Tat, ich schätze, das ist optimal. Diese Rituale der Seewipern sind barbarisch, aber recht effektiv. Dieser Wirbelsturm, den sie heraufbeschworen haben, um unsere Flotte an Kenatis Rast zu zerschmettern, das war nichts im Vergleich zu ihren derzeitigen Bemühungen. Was ist schlimmer als ein Orkan? Ihr habt offensichtlich nie die theoretischen Grundlagen von Blutopfern studiert. Nein. Seht ihr diese schlangenförmigen Statuen? Ihre Sturmtotems? Sie sammeln Geisterenergien aus den mit Runen markierten Zielen und kanalisieren sie wie Wasser in einem Trichter. Wie können wir diesen Trichter blockieren? Das ist genau die richtige Frage. Es scheint, als ob die Seewipern einen besonderen Magnetstein benutzen, um den Kanal zu blockieren. Nähert euch einem aktiven Sturmtotem und haltet den Magnetstein vor euch. Dann solltet ihr die Energie einfach ablassen können. Ihr solltet euch das selbst anschauen. Ohne Witz, die Stimme gehört, würde perfekt zu so einem Erklärvideo aus der Schule passen. So Physikvideo oder sowas oder Bio. Seid ihr sicher, dass es ungefährlich ist? Auf jeden Fall. Macht nur. Seid nicht schüchtern. Es ist ja nicht so, dass die Energien der Sturmtotems durch euren Körper strömen würden, bis ihr nicht mehr als eine leblose, rauchende Hülle seid. Aber stellt euch bitte nicht in Pfützen, ja? Wird etwas schwierig in einer Höhle, die voll mit Wasser ist. Phänomenal. Ich wusste, dass Nähe der Schlüssel ist. Und seht euch an, nicht einmal eine Spur von tödlichen Blitzen. Mhm. Ihr habt das Prinzip erfasst und es jetzt auf den anderen Sturmtotems anzuwenden, bevor... Nun, damit beunruhige ich euch jetzt besser nicht. Weswegen sollte ich mir Sorgen machen? Nein, ich sollte euch nicht unnötig Sorgen bereiten. Sagt mir, wozu die Seewipern diese Sturmtotems brauchen. Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, von denen keine besonders gut für alle auf dieser Insel ist. Man greift nicht zu Blutopfern, es sei denn, man braucht sehr schnell sehr viel Energie. Oder man will diese Energie, nun ja, genauso schnell wieder freisetzen. Was meint ihr damit? Hört zu. Ihr kümmert euch um die Sturmtotems. Ich werde herausfinden, wie man etwas gegen das Blutritual der Seewipern unternimmt, ohne Mistral auszulöschen. Klingt das angemessen? Ja. Die einzige Gewissheit ist, dass die Zeit drängt. Ihr solltet euch beeilen. Mhm. Bin dabei. So, einmal durchsuchen. Nein. Ich will einfach nicht mit dir reden. Ah, hat geklappt.
Rang 1. Okay. Aber das haben wir auch schon mal. Ultimative Fähigkeit. Stichchen. Oh, ich erledige ich gleich mit. Nein, ich brauche keine Heilung. Oh. Wie kann man Heilung verschwenden? Ungefähr so. Das noch. Noch einer. Perfekt. Totem. 3 von 5. Seewiepern. Okay, einer ist auf jeden Fall im Raum. Ist da noch ein zweiter? Nee. Leider kein zweiter. Aua. Kann ich. Nee, erst wenn Kampf vorbei ist. Schade. Ich kann mein Kompagnon leider hier nicht gehen lassen. Ja. Mappa, du hast dahingehend immer noch Hoffnung? Meinst du nicht, die ist langsam vergebens? Okay. Also nicht mal ich habe noch Hoffnung, also. Ich wollte nur mal so nachfragen. Kacke, zu spät. Nein. Es ist Ealziel, der direkt zu eurem Verstand spricht. Ihr findet meine Psychic-Projektion in der Nähe des Tunnelausgangs. Ich weiß, wie man die Maoria. Ich weiß, was sie planen. Durch meine Psijic-Projektion habe ich eine alte Ritualstätte nördlich von Mistral gesehen. Die Seewipern haben eine mächtige Kreatur namens Sturmatronach beschworen. Sie lassen all diese Energie in den Sturmsklaven fließen, den sie gebunden haben. Nett. Wirklich nett. Was wollt ihr damit sagen? Die Kreatur kann nur eine gewisse Menge Energie in sich aufnehmen, bevor sie sich auflöst. Die gesamte Energie wird über Kenatis Rast hinwegströmen und alles töten, was mit ihr in Berührung kommt. Bis auf die Donnerkäfer natürlich. Oh, und der Berg im Norden von Mistral wird zerbersten und die Stadt spurlos auslöschen. Hm. Wenn das alles ist. Es muss einen Weg geben, das aufzuhalten. Oh, und das ist das Geniale ihres Plans. Wie bindet man eine Kreatur, die aus Sturmenergie besteht? Mit dem Wind selbst. 3 Ritualhörner halten den Sturmsklaven gefangen. Aber der Magnetstein hat nun genug Sturmenergie, um den falschen Winden entgegenzuwirken. Elegant, ja? Was geschieht, wenn ich den Sturmsklaven von seinen Fesseln befreie? Er wird seine körperliche Gestalt ablegen und die gespeicherte Energie sicher freigeben. Also sicher für Kenatis Rast, meine ich. Ich schlage vor, einen großen Abstand zum Sturmsklaven zu halten, wenn das geschieht. Vielleicht mit einem festen Felsen zwischen ihm und euch.
Okay, wir werden das Ritual aufhalten. Ihr werdet keine Probleme haben. Und falls doch, habe ich eine Meile von Kenatis Rast entfernt ein Portal geöffnet. Dort werde ich so lange auf offener See auf der Stelle schwimmen, bis ich sehe, dass ihr Erfolg hattet. Mhm. Natürlich würde er das. Feigling. Ja, so ein bisschen, ne? Huch. So. Ja, dann machen wir mal, ne? Das Ding doch nur hätte sehen können. Mist. Jo. Wächter Nummer 1. Wieder zu spät ausgewichen. Eine Riesenschlange. Wer mag denn keine Riesenschlangen? Der Phoenix ist das nächste. Da ist übrigens der große Atro nach. Nein, ich habe schon wieder geheilt. Oh. Weicht immer zu spät aus. Ich will mich eher so in Schlangen. Nein, Schlangen habe ich lieber als Spinnen. Muss ich ehrlich sagen. Ich muss Schlangen jetzt nicht unbedingt mit mir in einem Raum haben. Da ekle ich mich dann doch ein bisschen vor. Aber Spinnen sind mir dann doch ein bisschen unliebsamer. Dem kommt da eigentlich ganz gut klar. Ja, vorne werde ich schon mal angreifen. Ein paar Wochen eine Blindschleiche gesehen. Blindschleichen sind süß. Auch wenn ich sie nicht erwerben will. Das ist gut. Jo. Kinder des Meeres. Und das war's schon. Den Orkan nicht halten. Meine Freundin, ihr habt es geschafft. Schnell jetzt. Das war's leider schon. Kommt, ihr müsst diesen Ort verlassen. Folgt mir. Ich bin mit diesen borstigen Haaren auf den Beinen. Ich dachte, wir anderen vorwärts bewegen und dann mit einem Ruck. Ups. Und dann allein schon diese Bewegung, dieses. Eklig. Und deren fetten Hinterteile, die die ganze Zeit nur so rumwackeln, so. Ne? Dieses Rumwabern. Oh, das ist so ekelhaft. Jedes Bein einzeln, ja. So ganz langsam, Stück für Stück, ey, das ist so abartig. Ich komm nie wieder in diesen Zwing. Was denn? Oh, was? Ich will mich nicht duellieren. Sorry. Meine Freunde. Ja, ich weiß, aber bei mir ist das doch gedauert. Ist ein ständiger Nervenkitzel, nicht wahr? Natürlich nicht so aufregend für die Maoren. Ah, das sind widerlich, die Viecher. Wie habt ihr mich gefunden? Dank eurer Bemühungen sind die Maorma entweder geflohen oder tot. Na ja, auf Entfernung. Aus freien Stücken Teil des Altmeri-Dominions. Wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, Razumdar behält vielversprechende Leute im Auge. Widerlich. Deswegen kann ich Skyrim auch nicht mehr spielen. Bei Skyrim habe ich mir extra einen Mod rein installiert, damit statt dieser Viecher nur noch Bären da sind. Bären und Wölfe. Ja, die haben viel als Aussicht. Ich verstehe es nicht. Nein, Ryan, okay, wir hören auf. Wir hören auf. Wenn Ras gewusst hätte, dass ihr euch so gut schlagt,
Hätte er eine bessere Belohnung für euch erbettet. Entschuldigung. Die Waffenkammer Mistral ist nicht mehr was. Lass stecken, Masuna. Lass stecken. Und was nun? Die Maormer sind wie ein betrunkener Onkel. Man jagt sie fort und sie kommen trotzdem immer zurück. Ist das? Ja, es ist richtig. Nacht, die schon auf sie warten. Ja. Das Problem ist nur, dass es Orte gibt, die nicht so gut auf sie vorbereitet sind. Welche Orte? Wenn die Vipern hier zahlreich sind, um Kenarti anzugreifen, schweben die gesamten Südlichen. Hey, dann ist Stufe 10. Die Königin stattet gerade Auridon einen Besuch. Alter, was kriegt denn ein Rekrut hier ins Firodil? Euch nach Vulkelwacht aufzumachen und kriegt denn aus der Errungenschaften hier? Astania Bericht zu erstatten. Ich werde das tun. Astania kann ihrer Majestät eine Nachricht überbringen. Vielleicht kann euch jemand auf der Vagabund mitnehmen. Ras hat gehört, dass Jimila Pläne macht, in See zu stechen. Und er vermutet, sie schuldet euch einen Gefallen. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, bevor ich gehe? Natürlich. Nach all dem, was ihr für uns getan habt, wäre es unfreundlich, wenn Ras Nein sagen würde. Wer ist dieser Hauptmann? Astania ist der entzückende Wachthauptmann der Vulkilwacht. Ras hat mehr als einmal mit dem Hauptmann getrunken und mehr als einmal an ihrer Seite gekämpft. Sie ist ein wenig mürrisch, weil sie jetzt fest an einen Hafen gebunden ist. Doch sie sollte euch schon auf die richtige Spur bringen können. Und was macht Iras? Dieser ist ein einfacher Khajiit, wie er es schon bei unserem ersten Treffen sagte. Er löst die Probleme, wie sie auftauchen. Er handelt im besten Interesse des Dominions und der Königin. Glaubt ihr, dass ich euch wiedersehen werde? Oh, Ras wäre nicht überrascht. Ihr habt eure Kompetenz schon unter Beweis gestellt. Einfache Khajiit wie dieser neigen dazu, kompetente Leute wie euch zu brauchen. Womit muss ich auf Auridon rechnen? Mit Auridon. Sehr großen Elfen und sehr schönen Küsten. Auridon ist der weltlichste Teil der Sommersendinseln und dennoch sehen viele Hochelfen es als Heiligtum an, das fernab des Rests der Welt ist. Dieser glaubt, dass sie sich selbst etwas vormachen. Okay. Nummer 10. Verliessucher. Punkt einsetzen. Handwerk. Ach, du grüne Neune. Gut. Als allererstes beim Handwerk werde ich sowieso auf Schmiedekunst gehen. Geschulter Blick. Ihr findet Erz viel leichter, wenn es 20 Meter oder weniger entfernt ist. Das klingt gut. So, Volk. Mit eurer Magiker um 807. Jo. Ich glaube, ich bestelle mir morgen eine Pizza vom Zocken. Pizza klingt gut. Ich weiß noch gar nicht, was ich morgen esse, bevor wir da loslegen. Mal gucken. Ich ändere das mal. Ah, okay, das wird zu einer AOE. Komm, machen wir das mal. Dann machen wir daraus mal einen AOE-Schaden. Ich weiß gar nicht, um 18 Uhr sind wir verabredet, ne? War doch 18 Uhr. Die Vagabund ist auf dem Weg nach Auridon und wir sind froh, euch dorthin mitzunehmen. Wenn ihr soweit seid, springt in die Barkasse. Ihr bekommt eure eigene Koje. Warum geht ihr nach Auridon? Dies denn voll Gold. Es kann sich sehr lohnen, nach einem Orkan ein heiles Schiff zu besitzen. Selbst wenn die einzige Fracht Würdenträger des Dominions sind, die eine Überfahrt brauchen. Seid unbesorgt. Ich werde kein Geld von euch verlangen. Ohne eure Hilfe wäre die Vagabund nur noch ein Haufen zerborstenes Holz. Mm.
Ich habe irgendeine Benachrichtigung gekriegt. Ist euer Schiff bereit, die Segel zu setzen? Ja, die Vagabund ist wieder voll in Schuss. Und bereit, also man muss es kaufen, Mappe, aber die Killer sehe ich ja trotzdem, wenn jemand anders sie hat. Quartiermeister Oblan sogar ein paar Verbesserungen machen. Keine Angst. Sie wird euch sicher nach Auridon bringen. Sehr schön. Ju. Ich krieg Süßigkeiten. Die Vagabund ist auf dem... Echt?